zusammen. Ich bin der Uwe. Und wie ihr seht, bin ich schon ein bisschen älter. Also werde ich den Text leider ablesen müssen. Heute möchte ich mit euch einmal über das Autorennetzwerk sprechen. Das sind zwei Wörter. Was bedeutet denn nun das erste Wort? Autoren schreiben, das merken wir uns erst einmal. Es gibt Autoren, die schreiben viel und es gibt welche, die schreiben weniger. Es gibt sogar Autoren, die schreiben einen Bestseller. Und da hat sich jetzt wieder ein Fremdwort eingeschlichen. Ein Bestseller, was ist denn das? In der Regel ist das ein bekanntes Buch, also ein Buch, das jeder kauft und jeder liest. So etwas wie Harry Potter oder Illuminati. Es geht das Gerücht um, Autoren, die Bestseller schreiben, sind reich. Das mag auf den einen oder anderen auch zutreffen. Aber ist das der Normalfall? Nein. Was ist denn der Normalfall? Der Normalfall ist ganz einfach, ein Autor ist genauso ein Typ wie du oder ich. Ich bin Autor. Ihr glaubt mir nicht? Ich schreibe Bücher. Und ich habe es selbst herausgebracht, ohne Verlag. Also bin ich nicht nur Autor, ich bin auch Verleger. Das nennt sich heute Neudeutsch Self-Publisher. Nun möchte ich als Self-Publisher mein Buch auch verkaufen, denn dafür habe ich es ja geschrieben. Aber das ist nicht so einfach. Ich habe keinen Verlag, der mich bekannt macht. Ich kann mich natürlich auf die Straße stellen, mein Buch in die Hand nehmen und mit den Menschen reden. Ich kann die Zeitung fragen, ob sie ein Interview mit mir druckt. Ich kann auch im Internet werben, bei Facebook zum Beispiel. Aber es gibt ein paar Probleme, die bleiben. Ich bin allein. Ich bin ein Autor unter vielen. Eigentlich weiß ich gar nicht so recht, wie ich mein Buch bekannt machen kann. Ich brauche also Hilfe. Ich suche mir Hilfe. Aber ich finde keine. Zumindest nicht die richtige für mich. Und was nun? Nun kommen wir zum zweiten Wort in Autorennetzwerk. Was ist denn ein Netzwerk? Einfach gesagt, ein Netzwerk besteht aus vielen Elementen, die mittels Verbindungen miteinander verbunden sind. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Ersetzen wir doch die Elemente einmal durch Menschen und die Verbindungen durch Computer, Handys oder Tablets. Dann haben wir ein Netzwerk mit Menschen, die durch elektronische Geräte miteinander verbunden sind. Ein Netzwerk ist also Facebook oder Google oder Twitter. Klar soweit? Zurück zum Autor. Ich bin ein Autor. Ich bin allein. Was tue ich dagegen? Ich gründe ein Netzwerk in einem Netzwerk. Genau das habe ich vor einem Jahr getan. Ich habe das Autorennetzwerk gegründet bei Facebook. Eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Autorennetzwerk. Und ich habe viele andere Autoren dazu eingeladen. Ein Netzwerk ist ein Universum voll mit Sternen und jeder einzelne hat einen Namen. Ich habe sie eingeladen, nach Lösungen zu suchen, Erfahrungen auszutauschen, anderen Autoren Hilfe anzubieten. Heute, also gerade jetzt, besteht das von mir gegründete Universum aus 2822 Sternen. Das bedeutet, ich bin nicht mehr allein. Ich habe Unterstützung. Unterstützung von 2821 anderen Sternen. Ich kann mit ihm über mein ganz eigenes, für mich wichtiges Problem diskutieren. 2821 Menschen versuchen mir Lösungen aufzuzeigen. Natürlich nicht alle auf einmal. Sie berichten mir von ihren Erfahrungen, beurteilen, was ich schreibe und geben mir Tipps zur Verbesserung. Ein Beispiel. Ich denke mir tolle Geschichten aus, ich schreibe sie auf. Doch ich habe Probleme mit Rechtschreibfehlern und einer Grammatikschwäche. Da gibt es die Autorennetzwerk-Schreibgruppe. Dort erhalte ich Hilfe, kostenlos. Ein anderes Beispiel. Ich suche ein fantastisches Cover, das mein Buch wundervoll präsentiert. Etwas, was den Leser, den Buchverkäufer zum Kauf verführt. Im Autorennetzwerk gibt es nicht nur Autoren. Dort gibt es zum Beispiel Cover-Designer, die künstlich professionelle Cover erstellen. Das Autorennetzwerk ist ein professionelles Netzwerk. Es bietet Gemeinschaft, es bietet Hilfe, es bietet einem selbst Gelegenheit, anderen zu helfen. Es präsentiert dich als Autor. Es gibt gemeinsame Projekte. Es bringt dich sogar ins Radio.
Drei Internetsender sind feste Partner vom Autorennetzwerk. Das Autorennetzwerk bietet die Chance zur Erstveröffentlichung durch selbstverlegte Anthologien, professionell lektoriert. Und zum Schluss das Wichtigste. Das Autorennetzwerk nimmt jeden auf. Ob bekannter Autor, Anfänger, Leser, Verleger, Literaturagent, Lektor, Coverdesigner, Journalist oder Blogger. Komm einfach vorbei und schau dir an, was wir machen. Werde Teil einer starken bekannten Gemeinschaft, die sich beständig weiterentwickelt. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.